Willkommen zur großen Bygowski-Pflegekatzen-Gala. Präsentiert von Omis Milch für Katzen. Jetzt mit einem Hauch von Fisch. Aufgepasst auf unserem Laufsteg in die Transportbox, die alle Katzen zum Tierarzt bringen wird, sehen wir als erstes den super schnellen Zoom. Los, 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 Zoom. Als nächstes die Katze, die niemals aufgibt. Kommissar Fellnase. Irgendwann wirst du den Schwanz kriegen. Und jetzt präsentiere ich euch die vornehmste Katze der Welt. Einen Applaus für Lord Boddington. Gute Güte, brillant. Ein Kätzchen ganz nach meinem Geschmack. Tü-tü. Und schließlich unser letztes Kätzchen. Es ist eine, Katze. Die einzige, einzigartige Pflegekatze Nummer 4. Kätzchen 4, wo bist du? Oh, bist du schon wieder unter Bellas Bett? Vielleicht kommt sie ja eher raus, wenn wir ihr einen besseren Namen als Pflegekatze Nummer 4 geben würden. Aber wenn sie nicht mit uns spielen will, können wir nicht herausfinden, welcher Name zu ihr passt. Es könnte ja sein, dass sie gerade Verstecken spielt. Nur, dass gefunden werden mag sie wohl nicht so. Na, was willst du, Kätzchen? Eine Spielzeugmaus? Ein Spielzeugvogel? Oder diesen Ball, der quietscht, wenn man darauf kaut? Oh. Normalerweise lieben mich Tiere. Ich kann besser kuscheln als jedes Kissen. Und das würde jedes Kissen bestätigen. Ich glaube, in diesem Fall bist du vielleicht ein bisschen zu aufdringlich. Manchmal muss man sich selbst zurücknehmen und die anderen den ersten Schritt machen lassen. Und manchmal muss man dranbleiben, nie aufgeben und nicht locker lassen. Versteck dich doch nicht hinter der Puddingschüssel. Pudding! So werde ich dich nennen. Oh, du musst dich später weiter mit Pudding anfreunden. Wir müssen jetzt zum Tierarzt. Oder wir freunden uns an, während wir dort sind. Pudding und ich werden uns näher stehen als Kommissar Fellnase und sein Schwanz. Ihr seid bestimmt total nervös, weil Arztbesuche echt total nervenaufreibend sein können. Aber es gibt gar nichts, wovor ihr Angst haben müsstet. Ihr müsst wahrscheinlich geimpft werden. Aber seid keine Angsthasen. Seid einfach normale Katzen. Oh, was ist denn da drin los? Ich weiß, was das Problem ist. Katzen lassen sich einfach nicht erziehen. Darum habe ich Charles. Dope dich. Ich habe ihm beigebracht, mir vorher einen warnenden Blick zuzuwerfen. Deshalb sehe ich es immer kommen. Er spuckt, wenn er nervös ist. Schön. Eklig, aber schön. Aber Katzen sind auch super. Wenn sie sich mal ein kleines bisschen beruhigen. Polly, kleines bisschen. Ja, das ist es. Und klein. Polly nicht. Sehr brav. Für eine Katze. Und ducken. Oh, das war ja wieder so ein feines Spuckerchen, mein Charles. Was ist denn nun schon wieder? Ich will Pudding das geben, was sie braucht. Kuschelzeit. Wenn sie wirklich kuscheln will, dann wird sie von alleine kommen, Polly. Na, kommst du wohl auf Tante Pollys Arm? Oh nein, Pudding läuft weg. Oh, wie ärgerlich. Okay. Ganz ruhig. Wir müssen jetzt... Du hältst die Tierärztin hin und ich flitze los und hol die Katze zurück. Nein, Polly! Deine Katze Polly scheint wohl nicht allzu gut zu hören. Oh, da ist was dran. Ducken! Ich hab dich gewarnt. Da bist du ja, Pudding. Komm zu Tante Polly. Wir beide müssen zurück ins Wartezimmer. Sofort! Warte! Du willst Verstecken spielen? Na schön! Pudding? Pudding! Hab dich!
meine Richtung, in meine liebevollen Arme. Oh nein, nicht durchs Fenster. Pudding, super geklettert, aber du bist eine Wohnungskatze. Guten Tag, Bella. Oh, hallo. Wow, Sie sind ja echt überpünktlich heute. Ich bin ja auch sehr gespannt auf deine neuen Pflegekatzen. Bring sie doch bitte in die Eins. Warte, ich liebe dich. Das Lama darf zuerst. Es hat's verdient, weil es so ein überaus braves Lama ist. Gut, warum nicht? Dann also erst Charles. Aber die Kätzchen kommen gleich danach dran. Das ist mein letzter Termin für heute. Ducken! Polly, du musst dich beruhigen. Hierher, Kätzchen! Ich verspreche auch, dass dir niemand etwas tun wird. Außer der Tierärztin, die dir eine Spritze geben muss. Aber es ist zu deinem Besten und es tut gar nicht so weh. Oh nein, Pudding. Du hast einen Verehrer, der dich zum Fressen gern hat. Und zwar ist es eine Schlange. Ich weiß, dass du nicht hören willst, aber du musst jetzt sofort zu mir kommen. Oh, Charles muss gar nicht auf den Behandlungstisch. Bei seiner Größe. Charles bestimmt selbst über sein Schicksal. Oh, das tut mir aber leid. So hat er sich noch nie benommen. Keine Sorge. Vielleicht braucht er nur ein bisschen frische Luft. Ducken! Gerettet! Ja! Oh, was mache ich nur falsch? Und groß! Da bist du ja endlich. Ich habe mir Sorgen gemacht. Und wo ist Pudding? Ich weiß es nicht. Sie versteckt sich. Wir finden sie nie. Ich kann wohl doch nicht so gut mit Tieren umgehen. Ganz ruhig. Polly, mit den meisten Tieren kannst du super umgehen. Aber weißt du, manchmal sind Katzen einfach introvertiert. So wie ich. Introvertiert? Du meinst, sie ist schüchtern? Du bist doch nicht schüchtern. Introvertiert sein bedeutet nicht, dass man schüchtern ist oder häufig nervös wird, sondern dass es einem schnell zu viel wird. Großer Lärm und Menschen, die laut und viel reden, überfordern uns etwas. Was? Ich rede nicht zu laut und schon gar nicht zu viel. Ich habe einfach nur eine Meinung zu jedem Thema des Universums. Und ich finde, Lärm macht das Leben aufregend. Siehst du? Manchmal muss man introvertierten Menschen zurückhaltender und ruhiger begegnen. Vielleicht war ich doch ein bisschen zu stürmisch. Ein bisschen. Aber es ist niemals zu spät, das zu ändern. Okay, aber beeilen wir uns, bevor Pudding endgültig weg ist. Und bevor Dr. Merriweather die Kätzchen aufruft. Und Clay! Kätzchen, ihr bleibt hier und helft dem Kommissar, seinen Schwanz zu finden. Also, was jetzt? Rennen wir ihr hinterher oder klingeln wir mit dem Essensglöckchen? Ich wette, wenn ich zwei Glöckchen nehme, kommt sie doppelt so schnell zurück. Essenszeit! Nein, wir werden jetzt innere Ruhe erlangen. Das ist eine Meditation, die ich vom Cap Hau kenne. Versuch es mal. Bist du bereit? Entzückend. Ach, so eine entspannende Praxismusik. Wundervoll. Da! Ich meine, da! Da ist Pudding. Bella, du bist ein Genie. Nein, ich bin kein Genie. Nur ein bisschen introvertiert. Genau wie Pudding. Wenn du dich auf uns einlässt, werden wir zu Schmusekatzen. Siehst du? Du warst ruhig, hast dich zurückgenommen und schon kam sie zu dir. Bring mir sie schnell in die Transportbox, bevor ich ausflippe und sie wieder verscheuche. Diese Extrovertierten. Bella, jetzt sind deine Kätzchen dran. Schon da. Hier sind die vier. Zoom, Kommissar Fellnase, Lord Boddington und Pudding. Kleine Vorwarnung zu der Süßen.
Sie ist introvertiert. Oh, genau wie Charles. Er braucht viel Zeit für sich, um aufzutanken. Und das hat gar nichts mit mir zu tun. Stimmt's, Charles? Alles klar, Freunde. Alle mal tief einatmen und... Schon vorbei. Echt? Fertig? Das war gar nicht schlimm. Ich hab's euch ja gesagt. Spritzen sind nichts, wovor man Angst haben muss. Oh, eine Nachricht von Mom. Oh, es ist Zeit für meine nächste Impfung. Eine Menschenimpfung? Autsch, was soll ich tun? Ich will nicht geimpft werden. Ah! Was meint ihr, Kätzchen? Diese Extrovertierte könnte wohl eine Umarmung vertragen. Oh. Hier ist es im Skatepark und ich fahre mit Pax zum Mutter-Kind-Yoga. Habt einen schönen Tag. Bahn frei! Juhu! Und go! Das Videospielcenter ist gegenüber vom Yogakurs. Nicht so schnell, junge Dame. Hast du nicht was vergessen? Stimmt. Tschüss, Dad. Eine Umarmung habe ich nicht gemeint. Ich meine unseren Vater-Tochter-Tag. Oh, natürlich. Den. Das ist unser besonderer Tag, an dem wir schöne Erinnerungen sammeln. Dann viel Spaß. Bis später. Bis dann, Schatz. Tschüss, Mom. Also, hast du große Vater-Tochter-Pläne? Sie sind eher von der kleinen Sorte. Komm. Wow. Ja, als kleines Kind wolltest du immer hochgeworfen werden, aber wegen meiner Rückenprobleme ging es nicht. Aber jetzt, wo du klein bist, geht es. Oh, ja, vermutlich wollte ich das so. Oh, damals. An diesem Vater-Tochter-Tag geht es um all die Dinge, die wir verpasst haben. Wir schaffen neue Erinnerungen. Oh, das wird toll. Mein Fehler. Alles klar, Kleines? Ja, super. Als du noch klein warst, wolltest du immer ein Iglu bauen. Jetzt geht das. Oh, ich schätze, ein majestätischer Eispalast ist wohl noch besser. So, Polly, ich hab was Kleines für dich. Weißt du noch, wie du mich um ein Baumhaus angebettelt hast, als du noch in der Vorschule warst? Tja, tada! Dad? Ich baue schon seit einer Weile an meinem Baumdorf. Aber dein Baumhaus wird sich da oben gut einfügen. Es gibt sogar eine funktionstüchtige Auto- oder auch Vogelwaschanlage. Sieht echt toll aus, Polly. Wie in aller Welt ist mir das vorher nie aufgefallen. Ah! Aha! Das war, als ich das Medaillon neu hatte. Oh, und das auch. Du hättest Chani und mich an dem Tag sehen müssen. Wir waren sowas von klein und der Bär so groß. Ja, sieht so aus, als hättest du wirklich schon alles gemacht, Polly. Ah. Dabei wollte ich so gerne neue Erinnerungen mit dir sammeln, weißt du? Wir werden nicht mehr viele Vater-Tochter-Tage haben, bevor du deinen Abschluss machst, auf die Uni gehst, eine unglaubliche Karriere machst, eine Marskolonie baust oder fliegende Autos entwickelst. Du wirst ja so schnell erwachsen. Torte, Torte, Torte! Geht ihr auf Torte? Natürlich geht ihr drauf. Also macht euch endlich auf zum Littleton Tortenfestival. Tortenfestival? Tortenfestival? Wo denn? Auf dem Littleton Messegelände! Und wann? Es ist heute! Heute, heute! Und zwar nur heute! Macht mit beim Wettbewerb für die beste Torte um 4 Uhr! Zeigt, was ihr drauf habt! Beim Littleton Tortenfestival! Dad, erinnerst du dich an den Vater-Tochter-Tag mit dem Backkurs? Wir könnten doch an diesem Tortenwettbewerb teilnehmen. Ja. Oh, wir haben aber nur noch ein paar Stunden bis 4 Uhr. Wir müssen uns beeilen. Es backt sich besser und schneller mit einer Prise Medaillon-Magie. Und klick! Thank you.
Und weil der Boden klein ist, ist er schon fertig in 3, 2, 1. Und los! Das können wir doch größer. Und klein, und klein, und klein. So, die karamellisierten Zuckerblumen sind fertig. Ah, gut. Aber noch nicht gut genug für die beste Torte. Hast du eine Idee? Ich hab doch nicht 5 Jahre Architektur studiert, um das nicht zum Kuchenbacken zu nutzen. Und groß! Und groß und groß und groß und groß! Verleihen wir dieser Torte einen Vater-Tochter-Anstrich. Wir haben es geschafft! Und nur noch 6 Minuten Zeit! Hey, Polly Schatz, wärst du so lieb? Und Kleintorte! Für den Transport können wir ja dieses alte Spielzeugei benutzen. Und jetzt nichts wie los. Zeit für einen Vater-Tochter-Abmarsch. Da! Entschuldigung, können Sie uns sagen, wo das Tortenfestival stattfindet? Nicht da drin. Aber es ist noch gar nicht 4 Uhr. Ich dachte, wir hätten noch Zeit. Oh. Habt ihr auch. Es findet hier draußen statt. Das ist das Tortenfestival? Aber warum parken hier so viele Autos? Wegen des köstlichen Kuchenkarnevals. Tja. Wer hätte gedacht, dass es hier so viele Backfeste gibt? Ha, das ist nichts gegen die Flan-Fiesta. Woo, bei der ist auch richtig viel los. Dad, komm schon! So, das war die letzte Torte des Wettbewerbs. Zeit, den Gewinner zu küren. Warten Sie bitte! Hier kommt noch eine Torte! Oh, okay. Wo ist sie denn? Momentchen. Oh. Und groß. Oh. 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 Wow, was für eine super Torte! Darf ich fragen, was Sie sind? Eine Torte? Naja, nicht wirklich. Das ist mein Tortenkostüm. Ich mache sowas wie ein Live-Rollenspiel, nur köstlicher. Ist das nicht voll sahnig? Sie ist eine reine Augenweide und ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. So ein Glück? Ich meine natürlich, je mehr, desto besser. Also, das ist das Tortenfestival? Wir dachten, es ist viel größer. Und lauter. Da seid ihr nicht die Einzigen. Ich meine, das ist doch so ein Spaß. Lasst uns endlich die letzte Torte probieren. Warten Sie, eine Sache noch. Oh. Fantastisch! Was ist denn da drin? Mein Zahn ist abgebrochen. Ist das ein Schiff? Eine Pinata? Was auch immer das ist. Es gehört nicht in eine Torte. Nicht in eine normale Torte. Aber das ist unsere Vater-Tochter-Torte. Jede der Lagen ist mit Gegenständen gefüllt, die für unsere gemeinsamen Erinnerungen stehen. Als ich 6 war, ist Dad mit mir am Vater-Tochter-Tag ins Tierheim gefahren und wir haben Peaches ausgesucht. Einmal hat Dad eine Pinata gekauft und wir haben sie im Park aufgehängt. Und dann hat sie ein Adler gestohlen. Das war verrückt.
An unserem ersten Vater-Tochter-Tag wollte ich unbedingt Karussell fahren. Dad ist 3 Stunden gefahren, zu dem besten Karussell weit und breit. All diese Erinnerungen sind etwas ganz Besonderes, aber heute ist der bisher schönste Vater-Tochter-Tag. Trotzdem besteht diese Torte aus kleinen Objekten. Und sie ist überhaupt nicht essbar. Immerhin ist das Design 1A. In der Tat. Ich bin gespannt, was uns das Vater-Tochter-Team nächstes Jahr präsentieren wird. Ich sollte meinen Sohn anrufen. Und einen Zahnarzt. Autsch. Wir haben wohl zu viel Wert auf die Dekoration gelegt. Du hast die Jurorin gehört. Dann eben nächstes Jahr. Du sagst es, Dad. Ich schätze, unser Vater-Tochter-Tag ist jetzt zu Ende. Nicht so schnell. Hast du da nicht etwas vergessen? Was? Es soll doch nichts verschwendet werden. Voll lecker. Wow. Schon wieder dieser Adler. Wir sollten ihm helfen. Komm, Polly.